Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ja meine Webinar-Fly-Erfahrungen mit dir teilen und möchte dir einen Überblick über ja das WordPress-Plugin für Webinare ja geben. Und in diesem Video ja werden wir darauf eingehen. Okay, was ist Webinar-Fly genau? Ja, wir werden darauf eingehen. Was du auf jeden Fall wissen solltest, bevor du ja in Webinarfly ja dein Geld investierst. Wir werden uns anschauen, wie man das Ganze installiert. Ich werde dir zeigen, wie man ein Webinar dann dementsprechend einrichtet und erstellt, also quasi einen Rundgang durch Webinarfly machen und die Funktionen gemeinsam besprechen, die ersten Schritte und dann natürlich auch die häufig gestellten Fragen gemeinsam kurz durchgehen und ein paar Tipps und Anregungen geben, damit du, wenn du das Video hier konsumiert hast, ja für dich entscheiden kannst, ob du dir das Plugin zulegst oder halt nicht. Ja, lass uns da am besten jetzt einfach gleich loslegen. Für mich ist Webinarfly ja eigentlich die Überraschung ja des Jahres 2017. Es ist mittlerweile eins von meinen Lieblingsplugins geworden, weil gerade wenn man anfängt, sich über das Thema Webinare zu informieren, dann kann es einfach gut sein, ja, dass es, so ging es mir zumindest am Anfang, ja, dass es einem schwerfällt, sich für eine Software zu entscheiden, weil einfach das Angebot sehr, sehr groß ist, weil es viele Anbieter gibt und ja, jeder Anbieter halt ja, seinen Schwerpunkt auf verschiedene Funktionen und Features dann eben setzt. Klar ist jedoch aber, dass eine Webinar-Software oder jetzt hier in dem Fall ein Webinar-Plugin halt eben ja die Anforderungen erfüllen sollte, die du eben an die Sache hast. Und bevor du ja startest, Webinare zu machen, solltest du dir wirklich überlegen, okay, was erwarte ich von der Software, was muss oder was muss sie können, weil dadurch sparst du dir sehr, sehr viel Arbeit. Ich gebe dir dazu gerne ein Beispiel, wenn du zum Beispiel viel mit automatisierten Webinaren arbeiten willst, ja, dann hast du jetzt zum Beispiel eine Webinar-Software, die du ja monatlich quasi mietest, ja, weil bei den meisten ist da eine monatliche Investition nötig. So, und jetzt hast du zum Beispiel 3, 4, 5, 10, 15 Webinare parallel am Laufen. Und jetzt verändert sich so dein Anforderungsprofil ein bisschen so im Laufe der Zeit, ja. Oder es kommt eine neue Software auf den Markt, die du gerne mal testen möchtest, ja, oder für dich einsetzen willst. Und dann beginnt eigentlich, oder dann hast du halt eben das Problem, und da beginnt dann die Arbeit. Du hast jetzt halt 10 Webinare erstellt, hast die Webinare hochgeladen, hast vielleicht eine E-Mail-Kampagne dahinter geschaltet und. Und möchtest jetzt quasi zu einem neuen Anbieter wechseln, dann ist es mit Arbeit verbunden, weil vielleicht hast du noch die Landingpages bei über die Webinar-Software erstellt und so weiter und so fort. Das müsstest du dann halt eben beim neuen ja eins zu eins halt auch umsetzen. Kann unter Umständen schnell gehen, je nachdem, wie du dich da organisiert hast, aber es ist trotzdem zusätzlicher Arbeitsaufwand. Und was halt immer bleibt bei ja, ich nenne sie mal gemieteten Sachen, ist halt, dass du nie die Kontrolle ja über ja deine Webinare dementsprechend hast. Und neulich habe ich den Spruch gehört, bau nie ein Haus auf fremdem Grund. Und ich weiß jetzt nicht mal genau, von wem der Spruch war. Wenn du es weißt, einfach in die Kommentare mit rein. Ich gelobe Besserung, das nächste Mal werde ich es notieren. Ist aber was Wahres dran an dem Spruch, ja. So, und deswegen solltest du dir aber halt das Plugin Webinarfly ja genauer ansehen, weil es aus meiner Sicht eben alles hat, was du benötigst, um erstens kostengünstige Webinare zu veranstalten und zweitens halt eben auch professionelle Webinare durchzuführen. Und dabei spielt es halt jetzt keine Rolle, ob die live sind oder automatisiert, weil du hast die Möglichkeit, beides zu tun. Ja, so, was ist jetzt Webinarfly genau? Webinarfly ist ein WordPress-Plugin. Das heißt, Punkt 1, wenn du damit arbeiten willst, dann muss deine Webseite ja über WordPress funktionieren. WordPress ist ein Content-Management-System. Falls du noch keine Webseite hast, einfach mal eine Google-Suche machen, wie WordPress-Blog installieren. Da findest du sehr, sehr gute Anleitungen, wie man das Ganze macht. Wie gesagt, ist ein Plugin, funktioniert nur, ja, wenn du deine Webseite mit WordPress quasi betreibst. So, und ja, ich bin auf Webinarfly aufmerksam geworden durch das Webinar zum Launch.
Und es war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass das Webinar-Plugin ja für eigentlich das Plugin ist, was ich für meine Zukunft jetzt erstmal einsetzen werde. Und da waren zwei Gründe, die dafür gesprochen haben. Grund Nummer eins war, wie ich eben bereits erwähnt habe, dass ich eben die volle Kontrolle über meine Webinare habe, weil die ganzen Webinare eben unter meiner Domain laufen. Ja, also kein anderer hat Zugriff auf meine Webinare. Und ja, weil, wie gesagt, alle Funktionen da sind, die ich für meine Vorhaben eben benötige. Der zweite Grund war ganz klar auch das Thema Kosten. Ja, ich bin jetzt normalerweise niemand, der ja Tools, Kurse nach der Höhe der Kosten auswählt, ja, weil ich mir immer den Nutzen von einem Tool anschaue. Und wenn ich der Meinung bin, das Tool hat einen wirklichen Mehrwert, ja, dann ist es immer eine gute Investition, ja, weil es entweder mehr Geld in die Kasse spült, weil es den Arbeitsalltag erleichtert oder weil ja, weil ich halt eine Lösung für ein Problem bekomme, ja. Und deswegen darf aus meiner Sicht ein gutes Tool ja auch eine monatliche Investition in einer angemessenen Höhe auch wert sein. Was mir aber an Webinarfly einfach so gefallen hat, ist einfach die Tatsache, und ich bin ein Fan von Einmalzahlungen und weniger von Abo-Modellen. Bei Webinarfly hat mich einfach begeistert, du hast eine angemessene einmalige Zahlung, ja, und kannst dafür ja das Plugin eben für dich einsetzen. Und wenn ich es einfach mal von den Kosten her vergleiche, ja, dann wenn du jetzt ich mache jetzt ein Beispiel mit automatisierten Webinaren, wenn du jetzt zum Beispiel 5 oder 10 oder 20 Webinare parallel laufen lassen willst, dann musst du, wenn du eine gemietete Software hast, in der Regel zwischen 30, eher 50 Euro oder sogar 100 Euro und mehr monatlich investieren. Ja, und wenn ich jetzt mal von den 100 Euro ausgehe im Monat, ja, dann sind es 1200 im Jahr, mal 10 Jahre sind 12.000 Euro, während Webinarfly 299 Euro, ja, zuzüglich Mehrwertsteuer einmalig kostet. Das heißt, klar, funktioniert nur auf WordPress, das ist richtig. Aber du steigerst halt dadurch auch deinen Gewinn. Und das ist etwas, das sollte man ja in seinen Überlegungen ja in Betracht ziehen. Ja, okay, also das einfach jetzt mal so am Rande zum Thema Kosten. Für wen eignet sich Webinarfly? Im Prinzip eignet sich Webinarfly für jeden Unternehmer, ja, der online oder offline arbeitet, der mit Kunden und Mitarbeitern zu tun hat. Ja, ist geeignet für Coaches, Affiliate-Marketer, Networker, für alle, die digitale Produkte verkaufen, für alle, die Dienstleistungen verkaufen, aber auch für alle, die physische Produkte verkaufen. Ja, du kannst aber Webinare auch einsetzen für Kundensupport, Ausbildung von Mitarbeitern. Und. Also es gibt eigentlich kein Einsatzgebiet, wo man Webinare nicht einsetzen kann. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Gegenüberstellung, warum Webinarfly aus meiner Sicht so viel Sinn macht, ja, im Vergleich zu anderen Anbietern. Erster Punkt ist, ja, es ist alles integriert. Ja, es ist kein weiterer Zukauf von Software nötig. Du hast fix und fertige Landingpages. Du hast eine E-Mail-Marketing-Funktion integriert. Ja, das heißt, du kannst E-Mail an die Teilnehmer deiner Webinare dementsprechend versenden. Webinarfly, das ist der zweite Grund, ist super einfach, ja, und ich weiß, das behaupten halt viele von sich, ja, aber du wirst es dann gleich sehen, wenn wir dann gleich ins Dashboard reingehen. Es ist super einfach erstellt, du musst nur noch Schritt für Schritt die einzelnen Punkte abarbeiten, deine Texte ja einfügen, und wie gesagt, ist es halt auch der Preis, weil du hast hier eine Einmalzahlung statt eben ein Abo-Modell, und von den Funktionen hast du alles, ja, aus meiner Sicht, was du brauchst. Du hast gute Designs, du kannst E-Mail-Marketing einsetzen, aber hier empfehle ich trotzdem immer noch zusätzlich ja, ein professionelles E-Mail-Marketing-Tool auch darüber hinaus. Du hast aber mittlerweile auch Anbindung an die gängigsten Autoresponder.
Du hast eine Chat-Funktion, privaten Chat, offenen Chat. Du kannst mit Feedback-Formularen arbeiten, ja, so dass, wenn jemand im Chat-System etwas eingibt, bekommst du dann die Nachrichten bequem per E-Mail und kannst dann darauf antworten. Du hast starke Call-to-Actions, die du im Video automatisch einblenden kannst oder auch manuell, ja. Du hast eine unbegrenzte Teilnehmerzahl. Auch hier gibt es bei vielen Webinar-Anbietern einfach ja eine Begrenzung. Responsive Design, einfache Bedienung, Control Panel, wenn du Live-Webinare machst, ja, also du hast alles im Blick und kannst real-time mit den Teilnehmern halt interagieren. Du hast einen Ton bei Chat-Nachrichten, damit du da auch nichts verpasst, ja. Gutes Statistik und Reporting, klar, Conversion optimiert und. Also alles da, was du brauchst. Okay. Gut. Dann lass uns jetzt einfach mal am besten folgendermaßen vorgehen, vom Kauf bis zur Installation, bis zur Einrichtung des Ganzen, dass du da mal einen guten Überblick für dich bekommst. Das heißt, du gehst auf die Seite von Webinarfly, den Link stelle ich dir unterhalb des Videos bereit. Du klickst dort drauf, gehst auf Jetzt Webinarfly bestellen, dann öffnet sich das Bestellfenster. Du siehst hier nochmal alles, was du bekommst. Du siehst hier den Preis inklusive Mehrwertsteuer. Füllst das Ganze hier aus, sagst kaufen, wählst die Zahlungsart aus, sagst kaufen und dann bekommst du per E-Mail quasi ja deinen Zugang zum Mitgliederbereich von Webinarfly. Und den siehst du jetzt dann hier. Das heißt, du hast die Zugangsdaten bekommen, loggst dich ein und jetzt siehst du hier eine Übersicht im Dashboard über die Plugins, die du erworben hast. FlyHub, Webinarfly, Webinarfly Labs und Kugify. Webinarfly Labs ist ein Plugin, welches ich selbst nicht mitgekauft habe, weil ich meine Webseiten über den WordPress Profit Builder erstelle und eben Webinarfly da super auch integrieren kann. Deswegen war das jetzt für mich nicht notwendig, aber Webinarfly Labs kann für dich sehr, sehr sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel keine eigenen Landingpage-Baukasten hast oder keine eigenen Landingpage erstellen möchtest. Dann hast du hier mehrere Themes zur Auswahl, die du eben auswählen kannst und hast so halt gleich mehrere Seiten oder Templates für mehrere Seiten, ja? Während du hier halt nur, ich sag mal, die Standard, Vorlagen eben zur Verfügung hast. So wichtig ist, dass du dir diese Plugins herunterlädst. Die hast du dann auf deinem Rechner und dann loggst du dich in deinen WordPress-Bereich ein, gehst auf Plugins installieren, lädst die Plugins hoch. Und wichtig ist jetzt, wenn du die Plugins hochgeladen hast, dass du zuerst das FlyHub Plugin aktivierst und danach erst Webinarfly, weil Webinarfly benötigt dieses Plugin, damit es funktioniert. Ja, so und dann wird dir Webinarfly eben hier angezeigt. Webinarfly hier oben für automatisierte Webinare und hier Webinarfly Live, wie es im Namen schon drin steckt, eben für deine Live-Webinare. Und jetzt wollen wir einfach mal so ein automatisiertes Webinar anlegen. Das heißt, ich mache das einfach mal hier alles zu. Und sage einfach jetzt mal Webinarfly hinzufügen. Das hier ist eine neue Domain, auf der ich Webinarfly registriert habe. Ich habe schon mehrere Webinare auf einer anderen Domain laufen. Wollte ich dir aber jetzt einfach hier mal so zeigen, dass wir es eben von Anfang an gemeinsam einfach mal durchgehen. Wir vergeben hier einen Webinartitel. Ja, den du dann zum Beispiel angezeigt bekommst, damit du immer weißt, welches Webinar das Ganze ist. Ich nenne das jetzt einfach mal hier Webinar-Test und ich speichere es jetzt einfach mal gleich, weil jetzt kann ich mir hier immer dann gleich aktuell dann die Seiten anschauen im Vorschau-Modus. So, und jetzt siehst du hier schon die einzelnen Rubriken und das Schöne an Webinarfly ist einfach, du musst jetzt immer nur jede Rubrik einzeln durchgehen und das, was dort gefragt wird, eben für dich umsetzen, deine Texte einfügen und so weiter. Und deswegen starten wir einfach gleich mal. Hier oben hast du noch immer, wo du so ein i siehst, ja, wenn du da drauf gehst, dann öffnet sich quasi das Hilfefeld und dann wird dir erklärt,
was das Ganze bedeutet. Hier, dieser Iframe zum Beispiel bedeutet dann, dass du dein Anmeldeformular ja in einem Iframe nutzen kannst und dafür verwendest du halt eben diesen Link, um den dann auf der Seite einzubauen. Ja? Beziehungsweise den Code, kein Link. So, gleiches gilt für den Conversion Pixel. Sie können diesen Pixel eben auf der Verkaufsbestätigungsseite platzieren, ja, damit du dann im Control Panel angezeigt bekommst, wie viele Verkäufe durch das Webinar entstanden sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei deinem Anbieter, wo du deine Produkte verkaufst, wenn du ein eigenes Produkt hast, ja, kannst du dort auf der Verkaufsseite eben diesen Pixel installieren, beziehungsweise diesen Code und hast dann eben, siehst du oder zeigt dir eben Webinarfly, ja, wie viele du siehst, wie viele Teilnehmer du hattest und siehst halt eben dementsprechend auch, wie viele Verkäufe durch dieses Webinar dann eben stattgefunden haben. Okay. Aber gehen wir zum nächsten Punkt, Theme-Auswahl. Wenn du, bei mir ist jetzt hier das Standard-Theme einfach drin, weil, wie gesagt, ich habe Webinarfly Labs nicht. Wenn du das aber hier aktiviert hast, beziehungsweise wenn du es dazu gekauft hast, kannst du zusätzlich erwerben. Dann hast du hier einfach mehrere Themes zur Auswahl. Das gleiche gilt auch für die Webinarräume. Das heißt, ich wähle jetzt im ersten Schritt einfach mein Theme für die Registrierungsseite aus. Das ist jetzt schon aktiv, weil ich ja nur dieses eine habe. Und ich kann jetzt hier wählen, welchen Webinarraum ich möchte. Ich lasse jetzt einfach der Einfachheit halber diesen hier und gehe jetzt hier einfach mal auf Speichern. So, und jetzt treffe ich hier im nächsten Punkt einfach die Vorauswahl, ja, für meine kompletten Seiten. Das heißt, ich vergebe jetzt hier einen Webseitentitel. Das ist der Titel, der oben auf dem Tab angezeigt wird. Ich zeige dir das gleich mal. Ich mache jetzt hier einfach mal, oder machen wir es andersrum, machen wir jetzt einfach mal hier Test. Dann kann ich die Headerfarbe verändern. Du siehst, das ist jetzt hier blau, schwarz und das Bild. Ich mache jetzt hier mal gleich grelle Farben, damit du einfach siehst, was sich dann auf der Seite verändert. Header-Hintergrundfarbe nehmen wir jetzt einfach mal die gelbe. Also ist jetzt nicht auf Schönheit oder so aus, sondern soll dir einfach nur die Funktionsweise zeigen. Gehen wir mal hier so auf gelb. Na. Genau. Und dann habe ich hier noch ein Logo. Kann ich jetzt entweder mir eins hochladen oder ich nehme jetzt einfach mal eins, was ich schon in der Mediathek habe. Und sage jetzt einfach mal speichern. Und dann rufe ich jetzt einfach mal hier über den Vorschau-Modus, sehe ich, werden mir die einzelnen Seiten angezeigt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach die Grundauswahl für im Prinzip alle Seiten. Und jetzt öffne ich einfach mal die Registrierungsseite. Und du siehst hier, das war vorher blau, ja, der war vorher schwarz und der war auch blau. Ja, so und ist jetzt eben so die Farben, die ich eingestellt habe. Sieht jetzt nicht schön aus, aber ich soll dir auch nur demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Und hier ist eben, wie gesagt, das Logo dann sichtbar. Ja, so und jetzt mache ich das Ganze mal kurz größer. Ja, geht jetzt leider nicht. Geht jetzt leider nicht, aber du hast oben. Dann dieser Test hier steht dann quasi in deinem Tab oben als Webseitentitel. Okay, so gehen wir zur nächsten Funktion. Das ist jetzt die eigentliche Registrierungsseite. Und hier zeige ich noch mal kurz, öffnen wir die Seite. Hier sind ja jetzt schon mal Texte vordefiniert und die kannst du jetzt ganz einfach in diesem Bereich hier abändern. Die Registrierungsüberschrift, melden Sie sich zum Webinar an. Da machen wir jetzt einfach mal hier Testwebinar. Ja, einfach damit wir das sehen. Wenn ich jetzt hier Speichern klicke, das Ganze hier einfach aktualisiere, dann siehst du hier, habe ich jetzt Test drin stehen. Funktioniert super einfach, wenn du mit Word umgehen kannst, dann kannst du hier mit dem Editor auch alles machen, was du brauchst. So, die Buttonfarbe ist die Farbe des Registrieren-Buttons. Mache ich jetzt auch einfach der Einfachheit halber mal hier gelb, dass man das auch sieht. Klick auf Speichern, aktualisiere das Ganze. Und jetzt müsste der Button hier eine andere Farbe haben. Hier, jetzt hat er so ein grün-gelb. Ja? So, also ich denke, ist klar, du gehst einfach hier durch und erstellst oder fügst deine eigenen Texte ein, kannst hier jetzt
denn also die Button-Überschrift noch ändern. Also wie gesagt, ich achte jetzt hier überhaupt nicht auf Schönheit oder sonst irgendwas, sondern es soll einfach nur zeigen, wie die Funktionen funktionieren. Ja? So. Ja, siehst hier jetzt zum Testwebinar anmelden. So, und dann haben wir natürlich noch den nächsten Absatz, das lasse ich jetzt alles mal aus. Hier kannst du definieren, was angezeigt werden soll, also ihr Name, ja, das ist dann im Prinzip das hier, und ihre E-Mail-Adresse, ja, also verschiedene Möglichkeiten, ja, was du eben halt hier eingeben willst. Du kannst hier im Footer-Bereich noch deine Firma eintragen, ja, oder ein Impressum hinzufügen, was immer du da machen möchtest. Ja. So, dann haben wir hier den nächsten Button. Jetzt ist es, du kannst auch hier entscheiden, möchtest du ein Registrierungsvideo auf deiner Seite haben oder nicht. Wenn du das Ganze anschaltest, kannst du hier die URL zum Registrierungsvideo hinterlegen. Mache ich jetzt auch gerade mal so spaßeshalber. Nehme ich mal eins, was ich so vorbereitet habe. Einfach füge das hier ein. Ich will, dass man das Video auch pausieren kann. Drücke mal jetzt auf Pause. Und dann ist jetzt hier dieses Video dementsprechend eingefügt. Ja, und ich kann hier das Ganze auch pausieren. So, dann habe ich hier die Zeiteinstellung. Kannst du, wenn du jetzt in Deutschland ansässig bist, einfach hier so lassen. Du kannst eine Countdown zum nächsten Webinar aktivieren. Auch hier siehst du wieder über das i, was das Ganze macht. Ja, finde ich ein cooles Feature. Zeigt nämlich dann an, wie lange noch bis zum nächsten Webinar ist. Das kann sein, dass er es jetzt hier nicht anzeigt, weil ich ja noch keine Zeiten definiert habe. Das machen wir im folgenden. Genau, du kannst hier dann die Webinarzeiten dementsprechend eingeben. Ja? Also einmal hier die Uhrzeit, 15.58 Uhr. Ja. So, und dann kannst du, das wäre jetzt einmalig, und wenn du hier auf Wiederholen gehst, dann kannst du hier anzeigen lassen, welche Zeiten angezeigt werden sollen, und kannst hier einfach Zeiten hinzufügen. Zum Beispiel soll immer wiederholt werden um 13.58 Uhr an einem Dienstag, Mittwoch und Freitag. So, und wenn ich das jetzt hier hinzufüge, sage Speichern, tauchen die hier auf. Ja, dann siehst du hier diese Webinartermine. So, und jetzt funktioniert auch der Timer. Ja, jetzt kann ich sagen, okay, Countdown zum nächsten Webinar aktivieren, innerhalb der nächsten, wenn das Webinar quasi innerhalb der nächsten 30 Minuten liegt, das nächste Webinar, oder innerhalb der nächsten Stunde, ja, zum Beispiel. So, und dann kannst du auch noch Spontan-Webinare aktivieren. Da wird zum Beispiel dann gezeigt, halt hier, zu wann sollen spontane Webinare denn quasi stattfinden, zu jeder halben Stunde, Viertelstunde oder vollen Stunde. Und du kannst auch hier noch definieren, wann der Modus abgeschaltet werden soll. Ja, also es macht ja keinen Sinn, jetzt um 13.30 Uhr ein spontanes Webinar angezeigt zu bekommen, wenn das Webinar dann eine Stunde geht und um 14 Uhr steht schon der nächste Termin drauf. Das Ganze wirkt halt unglaubwürdig. Ja? So, und deswegen kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, also ich weiß jetzt, um 14 Uhr ist ein Webinar-Termin, ja, weil ich das hier oben so vergeben habe. Dann kann ich jetzt sagen, okay, abschalten, wenn der nächste Termin innerhalb der nächsten zwei Minuten ist. Machen wir jetzt hier mal 60 Minuten. Und zurücksetzen der ganzen Geschichte nach 10 Stunden zum Beispiel, ja. Also das heißt, wenn er jetzt den Termin wahrgenommen hat, dass dem in den nächsten 10 Stunden halt kein neuer Termin angezeigt wird. Ja, ist jetzt eine Funktion, die ich nicht so oft im Einsatz habe, aber soll ja auch hier nur noch mal kurz der Veranschaulichung dienen. Okay. Gut.
Dann hast du hier die Start- und Endzeit, ja, die du auswählen kannst. Also wann sollen die spontanen Termine über den Tag angezeigt werden und wann ist Schluss, ja. Und an welchen Wochentagen natürlich. So, und dann hast du ja noch das Thema Autoresponder. Das ist auch sehr wichtig. Du hast hier Double Opt-in-Verfahren, entweder über Webinarfly oder du kannst es auch über Klicktip machen. Ansonsten hast du Schnittstellen zu anderen Autorespondern, ja. Aber hier ist einfach eins wichtig: du kannst nicht über deinen Autoresponder die E-Mails definieren, ja, sondern was diese Schnittstelle macht, die macht nichts anderes wie quasi, wenn sich ein Kontakt über das Anmeldeformular eingetragen hat, dann wird dieser Kontakt eben in die hinterlegte Kampagne bei zum Beispiel hier ActiveCampaign oder GetResponse halt einfach hinterlegt. Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck trinken. So, sorry. Bei GetResponse einfach dann hinterlegt und die E-Mails musst du aber dann hier hinzufügen. Ja, E-Mails funktioniert super simpel, klickst hier auf automatische E-Mail hinzufügen, kannst jetzt hier dann sagen, okay, wann soll die E-Mail versendet werden? Bei Registrierung 24 Stunden vor dem Webinar oder du gibst halt eine Zeit ein. Ja, zum Beispiel 2 Stunden 45 Minuten vor dem Webinar. Ja, dann hast du den E-Mail-Betreff und hast auch hier wieder deinen Texteditor. Ja, so und das Ganze einmal erstellt und dann werden diese E-Mails dementsprechend so ausgeliefert an die Person, die sich einträgt. Ja, mehr gibt es eigentlich hier dazu nicht zu sagen. Je nachdem, welchen Anbieter du hast, du findest dann auch über den Hilfebereich. Findest du dann auch nochmal die ganzen Prozesse dokumentiert, dass du einfach, also du wirst ja auch überhaupt nicht alleine gelassen, bekommst super guten Support, da falls du hier beim API-Schlüssel und so weiter, dass du siehst, wo du ihn in den einzelnen, also E-Mail-Marketing-Anbietern quasi diese Sachen findest, du hinterlegst die einfach und das war's dann schon. Ja, so, hier kannst du ja noch eine Test-E-Mail versenden und dann sind wir auch mit diesem Bereich Registrierung fertig. So, nächster Bereich ist die Danke-Seite. Das ist im Prinzip die Opt-in-Danke-Seite. Auch hier ist eigentlich selbsterklärend, möchte ich jetzt eigentlich nicht drauf eingehen. Musst du einfach deine Daten und Texte eintragen. Ja, aber ich zeige dir die trotzdem noch mal hier. Das ist die Danke-Seite. Ja, du siehst diese Voreinstellungen, was wir gemacht haben, wurde übernommen. Ja. Dass du einfach, wie gesagt, es ist sehr, sehr einfach. Du musst es einfach nur in den ersten Schritten richtig machen und dann wird es automatisch für die anderen Seiten auch übernommen. Okay, du fügst halt deine Texte ein und dann hast du hier noch die Double Opt-in-Seite. Ja, auch hier einfach wieder deine Texte einfügen und dann sieht das Ganze, die Double Opt-in-Seite, so aus. Ja, vielen Dank, Reservierung bestätigt. Kannst du aber wie gesagt abändern, ja, nach deinen Vorstellungen. So, und dann kommen wir zur eigentlichen Webinar-Seite. Ist ja mit die wichtigste. Auch hier kannst du wieder das Logo auswählen. Das mache ich jetzt einfach mal hier der Einfachheit halber mit dazu. Der Webseitentitel wird hier angezeigt, einfach dass du später siehst, wo das Ganze ist. Dann haben wir hier den Seitenhintergrund. Machen wir jetzt auch einfach mal grell, dass wir die Veränderung sehen. Ja, den Fragebutton. So, und dann siehst du hier die verschiedenen, ja, wie will man dazu sagen, die verschiedenen Texte zu verschiedenen Situationen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu spät kommt, ja, dann, sorry, das Webinar ist vorbei. Also wenn er nach wenn das Webinar halt beendet ist, ja, Webinar-Anzeige Mobilgeräte, dieses Webinar ist für Mobilgeräte. Geräte nicht verfügbar. Sie können jedoch die Aufnahme des letzten Webinars hier sehen. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut gelöst. Ja, Sie sind leider zu spät. Klicken Sie hier, um neuen Termin quasi, um sich für einen neuen Termin einzutragen und. Also einfach auch hier wieder nur deine Daten hinterlegen. Ich speichere es mal kurz. So, und dann ist das Wichtigste, das Webinar-Video. Ja, dann nehmen wir jetzt der Einfachheit halber auch nochmal das gleiche von eben.
Ja, du kannst es entweder auf YouTube hochladen, ja, oder auf deinem eigenen Server als MP4-Datei. Das ist wichtig, dass du dann dass die URL quasi eine MP4-Datei ist. Ja, und dann hast du da eine relativ gute und einfache Lösung. Speichern das Ganze. So, und jetzt kannst du noch hier Benutzeraktionen festlegen. Ja, also du kannst zum Beispiel fragen, ja, wenn jetzt Fragen im Webinar aufkommen, kannst du dir die zum Beispiel per E-Mail senden lassen. Du kannst die Anzahl der Teilnehmer anzeigen lassen, ja, was die minimale Teilnehmeranzahl ist, die maximale Teilnehmer, sodass es halt eben wirkt, wie wenn es ein Live-Webinar wäre. Ja, oder du kannst eben die Chat-Funktion wählen. Du kannst vorgefertigte Chat-Nachrichten hinzufügen. Das heißt, du kannst hergehen und sagen, okay, ich möchte, dass ein Teilnehmer, ja, also ein fiktiver Teilnehmer nach 30 Minuten, ja, zum Beispiel sagt, Chatname ist Hans und der sagt, super. So, dann wird nach 30 Minuten im Chat eben angezeigt, dass der Hans gesagt hat, super. Ja, also ich denke, du weißt, was ich damit meine. Ja, so, dann haben wir hier die Call to Actions, die du einblenden kannst. Ja, auch hier hast du die Möglichkeit, du vergibst hier einen Namen, dass du das zuordnen kannst. Und dann kannst du entscheiden, möchte ich, dass das Ganze als Pop-up, als Videobalken oder dass es unter dem Video angezeigt wird. Zeige ich dir gleich. Dann legst du fest, von wann bis wann der angezeigt werden soll. Ja, anzeigen bis, also von bis. Und dann kannst du hier ein Bild oder einen Text hinterlegen, ja, und kannst dann zum Beispiel sagen, hier klicken zum Angebot, verlinkst das Ganze dann noch mit einer Seite, ja, über diesen Link, also über mit der Angebotsseite und wird dann eben zum definierten Zeitpunkt dann auch angezeigt. So, und wenn jemand zu spät ist, kannst du entscheiden, willst du das aktivieren, willst du es nicht aktivieren. Auch hier kannst du es so anpassen, wie du möchtest. Und wenn jemand zu spät kommt, auf welche Seite soll die Person weitergeleitet werden? Ja, so speichern wir das Ganze und dann können wir uns auch diese Seite nochmal angucken. Halt, machen wir hier raus. So, dann schauen wir uns die Webinar-Seite an und so sieht die dann aus. Ja. Da wird das Video geladen. Hier unten wird noch der YouTube-Balken angezeigt. Da gibt es aber einen Trick dafür. Du siehst, man kann es nicht speichern. Ja. So. Und da warte, ich rufe es nochmal auf, weil wenn du diesen Videobalken zum Beispiel verdecken willst, da habe ich von der Oliver Wermeling, war das, glaube ich, einen guten Tipp bekommen. Der hatte in einem seiner Anwenderwebinare, ich mache das mal hier leise, ja, hat er quasi gesagt, man kann hier einen Call-to-Action-Button einbinden, dass man sagt, okay, die ersten 10 Sekunden, wo das YouTube-Video, das YouTube-Logo angezeigt wird, kann man dann zum Beispiel sagen, Webinar lädt, ja, und nach 10 Sekunden erlischt quasi dieser YouTube-Button und dann ist es für niemanden mehr sichtbar. Und so kannst du dir da ein bisschen behelfen. Also das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Okay, so viel hierzu. Das Gleiche, du siehst, geht für die Gesperrtseite, für die Recording-Seite ebenso. Abmeldeseite, ja, du machst einfach, wie gesagt, gehst das Ganze so durch, dass es für dich passt. Und das war's auch schon, ja. Und dann ist dein Webinar quasi einsatzbereit. Ja, du kannst auch noch oder separate Anmeldeformulare erstellen, die du dann wenn du selbst Seiten dementsprechend machst, kannst du zu diesem Webinar jetzt hier noch ein Webformular erstellen, kannst es nach deinen Vorstellungen designen und wenn du das dann speicherst, kannst du dann eben den Code, du musst hier das Webinar noch aus, dann wählst du hier den Code aus und baust den halt eben auf deiner Seite ein. Ja, also auch das ist alles möglich. So, okay, das war es jetzt erstmal zum Rundgang.
Wenn du noch Fragen hast, auf die ich jetzt bis hierher nicht eingegangen bin, dann möchte ich dich bitten, schreib mir einen Kommentar. Ja, dann kann ich das in den Kommentaren noch dementsprechend beantworten, weil, wie gesagt, ich gehe jetzt halt auf die Punkte ein, die jetzt für mich am Anfang einfach immer wichtig waren und die möchte ich dir halt gerne weitergeben. Und wenn du halt noch Fragen hast, dann nutze bitte die Kommentarfunktion. Ich antworte dir dann auch dementsprechend schnellstmöglich. So, dann lass uns im Folgenden nochmal schnell die am häufig gestellten Fragen durchgehen. Ich nutze dazu den FAQ-Bereich von Webinarfly. Was ist Webinarfly? Haben wir schon besprochen. Vielleicht hier noch ein Punkt dazu. Was ist aus meiner Sicht der Unterschied zu anderen Anbietern? Also wie bereits erwähnt, also es ist alles integriert. Du brauchst keine weitere Software mehr. Super einfach. Du musst nur noch deine Texte ja, hinzufügen, dein Logo und so weiter. Und dann halt eben auch der Preis. Abo-Modell, kein Abo-Modell, sondern eine Einmalzahlung. Ja, weil Flyhub wird benötigt, um ja, dass das Webinarfly eben halt reibungslos läuft. Webinarfly Labs ist die Erweiterung der Landingpages und der Webinarräume, also der Themes. Kann ich Auto-Webinare und Live-Webinare mit Webinarfly erstellen? Ja, hast du auch schon gesehen, ist möglich. Ich habe keinerlei Erfahrung mit WordPress. Was mache ich nun? Zum einen kannst du einfach bei Google eingeben, WordPress-Installation wirst du sehen, ist sehr, sehr einfach zu installieren. Ein kleiner Tipp hier noch am Rande, wenn du einen richtigen Hosting-Anbieter auswählst, dann haben die in der Regel auch ja, eine Einklick-Installation. Das heißt, du bestellst dir dort die Domain, hast dort auch deinen Webspace und dann gehst du auf Einklick-Installation, WordPress installieren und dann ist dein WordPress-Blog installiert. Aber die beiden schreiben hier im FAQ-Bereich, beziehungsweise das Unternehmen schreibt im FAQ-Bereich, dass hier auch ein WordPress-Kurs geplant ist, sodass du da auch relativ einfach und schnell ja, deinen WordPress-Blog installieren kannst. Aber wie gesagt, wenn du hier eine Google-Suche machst, dann findest du super Tutorials. Live-Webinare mit YouTube Live, ja, also du nutzt quasi für Live-Webinare die Technologie, was früher Google Hangout war und baust und quasi Webinarfly baut sich um dieses Video außen rum, nur dass du halt zusätzliche ja, Funktionen dementsprechend hast, dass du halt einfacher interagieren kannst und so weiter. Genau. Welche Videos kann ich für automatisierte Webinare verwenden? Du kannst Vimeo-Videos verwenden, du kannst YouTube-Videos verwenden oder du kannst deine Videos auf deinem eigenen Server dementsprechend hosten und musst dann quasi die MP4-Datei, also die URL des Videos, dann dort hinterlegen. Kann man die Videos als Teilnehmer downloaden? Das ist nicht möglich. Also, ich sag mal, wenn jemand sich richtig gut in Technik auskennt, dann kann er das in der Regel fast mit jeder Software, dass er an die Videos irgendwie drankommt und selbst wenn man sie nur abfilmt, ja. Aber das, ja, wie gesagt, ist ja, ja, davon gehen wir jetzt einfach nicht aus, weil wir ja eigentlich von ganz normalen Teilnehmern ausgehen in unseren Webinaren und nicht von Leuten, die irgendwo sich irgendwas erschleichen wollen oder was auch immer. Ja? Welche Möglichkeiten gibt es, E-Mails zu versenden? Also wie gesagt, es ist die E-Mail-Marketing-Software integriert und ansonsten wird eben, wenn du eine Schnittstelle zum oder wenn dein E-Mail-Marketing-Anbieter hinterlegt ist mit einer Schnittstelle, wird der Kontakt quasi in deinen also an deine E-Mail-Marketing-Software übertragen und von dort aus kannst du dann im Nachgang nach dem Webinar halt auch weitere E-Mails versenden. Auf welchen Domains liegen die Webinare? Wohin gehen die Daten? Die bleiben also bei dir, ja, da die ja alle auf deiner Webseite ja, verwaltet werden. Das heißt, da hat niemand anderes Zugriff drauf. Kann man Google Hangout, YouTube Live, was hat es damit auf sich? Das haben wir eben schon ja, erklärt. Können Spontan-Webinare durchgeführt werden? Haben wir auch schon erklärt. Ja, das funktioniert. Wie stelle ich am besten ein Spontan-Webinar ein? Das habe ich dir auch schon gezeigt. Gibt es eine Chat-Funktion? Ja, die gibt es auch.
Kann man bei YouTube-Video das Logo am Anfang ausschalten. Auch hier habe ich dir schon einen Tipp gegeben. Tracking ist auch möglich. Du kannst deine Tracking-Codes auf jeder Seite in Webinarfly einbinden. Kann ich Webinare auf Mobilgeräten sehen? Das ist derzeit nicht möglich. Ich schaue gerade mal kurz nach. Ich glaube, das Ganze ist aber auch geplant. Also Live-Webinare sind problemlos auf Mobil, also werden problemlos auf Mobilgeräten angezeigt, ist aber auch logisch, weil man ja hier nicht vor- und zurückspulen kann. Bei automatisierten Webinaren ist oft das Problem, dass wenn das automatisierte Webinar abläuft und man schaut sich das Mobil im Vollbild an, dann kann man spulen. Ja? Also man kann vor- und zurückspulen und das macht natürlich dann den Charme von einem Webinar ja ein bisschen zunichte. Und deswegen ist es nicht möglich, aber da wird halt dann dementsprechend auf eine Replay-Seite weitergeleitet, sodass man sich halt die Aufzeichnung dann später am PC dann halt auch anschauen kann. Ja? Okay. Ja, das waren so die gängigsten Fragen. Wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, dann ja, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich werde dann schnellstmöglich darauf antworten. Lass uns doch mal ganz kurz zusammenfassen. Was sind die Vorteile? Einfach zu bedienen, kostengünstig, weil Einmalzahlung statt Abo-Modell. Du hast keine zusätzliche Software, die du brauchst. Webinarfly ist einfach geeignet, ich sag mal, für alle, die sich ein einfaches und stabil laufendes Tool wünschen. Du hast alles ja, unter einem Dach, wenn man so will. Es ist alles unter deiner Kontrolle. Webseitenbilder ist integriert. Du hast ja, vorgefertigte Landingpages, wo du nur noch deine Texte ja, einsetzen musst. Dann, was gibt es denn noch? Ein integrierter E-Mail-Responder hast du. Wie gesagt, Einmalzahlung statt Abo-Modell. Du hast die Anbindung zu den gängigsten E-Mail-Marketing-Anbietern. Und was ich auch immer als wichtig finde, ist, du hast einen deutschen Support. Was spricht gegen Webinarfly? Aus meiner Sicht sehr, sehr wenig. Aber es gibt auch aus meiner Sicht zwei negative Punkte. Zum einen funktioniert es halt nur in Kombination mit WordPress. Das heißt, das ist die Voraussetzung, dass du WordPress eben hast. Und ja, und wenn halt auf deiner Seite ja mal ja, irgendein technischer Fehler oder so sein sollte, was jetzt nichts mit Webinarfly zu tun hat, dann brauchst du halt gegebenenfalls ja, einen externen ja, Support ja, hierfür. Das sind so aus meiner Sicht die zwei Nachteile. Aber ansonsten ist für mich Webinarfly, wie gesagt, rundum ein tolles Tool und eine richtig gelungene Sache. Und wenn das Ganze jetzt für dich interessant ist, dann klick doch einfach den Link unterhalb des Videos und dann kannst du dir ja Webinarfly bestellen. Oder wenn du unterhalb des Videos eben auf den Link klickst, dann kommst du auf die Seite von Webinarfly und dort gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, ja, das Webinarfly ja, in Aktion zu sehen. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich jetzt ja alle Fragen oder die meisten Fragen ausreichend beantwortet habe, beantworten konnte. Wenn noch Fragen, wie gesagt, offen sein sollten, hinterlass mir einen Kommentar. Und ja, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. In diesem Sinn, alles Gute und viel Erfolg beim Einsetzen von Webinarfly.